neuen Folge von Woodwork TV. Heute will ich euch mal zeigen, wie ich meine Formröhre schärfe. Das ist ja dieser Fingernagelanschliff. Also ich habe mir dafür folgende Vorrichtung gebaut. Ich habe hier so ein Rechteckprofil mir abgesägt. Innen drin ist ein Holz, V-förmig ausgeklinkt. Da führe ich meine Formröhre ein. Dann habe ich hier oben eine Schraube zum Festziehen. Also ich habe diesen Parameter zum Verstellen. Dann habe ich mir hier unten einen Winkel angeschraubt, wo ich ein Rundprofil wie meine Mutter. Hinten ist so ein Sprengring oder so ein verzahnter Ring, kann ich das mit der Flügelmutter festziehen. So, und jetzt zeige ich euch, wie ich das an meiner Schleifmaschine einsetze. So, meine Schleifmaschine von Westfalia, ganz billiges Teil. Habe mir gedacht, für das bisschen, was ich brauche, für das bisschen, was ich schärfe, reicht es aus. Da brauche ich mir jetzt nicht so eine teure, langsam drehende Schleifmaschine kaufen, obwohl ich das gerne machen würde. Aber das machen wir später. Erstmal nutze ich die jetzt noch. Die Schiene ist vorne geschlitzt. Stecke ich sie drauf. Dann habe ich da wieder zwei Flügelmuttern. Dann ziehe ich es fest. So, mein Rohrprofil setze ich hier unten an. Da habe ich mir so einen Klotz reingeschraubt. Jetzt ermittle ich mir den richtigen Winkel. Schrauben nochmal festziehen. Gehörschutz auf und auf geht's. Als letztes muss jetzt die Schneide noch abgezogen werden. Da habe ich mir hier so einen Abziehstein mit einer Rundung besorgt. Und wieder meinen belgischen Brocken. So, und dann gehe ich erstmal vorsichtig in der Hohlkehle. Also ich habe meine Steine immer im Wasserbad. So, jetzt habe ich oben geschliffen, jetzt schleife ich von hinten nochmal. Ja, falls ihr euch gewundert habt, dass ich beim Schleifen nochmal das Eisen seitlich angeschliffen habe, das war jetzt mal so spontan, habe ich mal ausprobiert, weil meine Schleifscheile hat einen relativ dünnen, kleinen Durchmesser, von daher entsteht hier eigentlich ein Hohlschliff.
Und wenn ich beim Drechseln, wenn ich seitlich komme, nicht hinten gegenstoße, habe ich jetzt hier nochmal so eine zweite Phase quasi angeschliffen. Sehr zufrieden. Also dieses spitze Anschliff kommt mir sehr zugute, weil da kann ich schön auch senkrecht zur Mittelachse drechseln. Ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.